Hallo, du wunderschöne Seele. Herzlich willkommen zu einem Überraschungsreading. Und zwar, während ich heute Abend meditiert habe, nach meiner Yogastunde, kam irgendwie dieser Impuls, dass irgendeine Gruppe von meiner Community gegenwärtig entweder um Hilfe ruft oder eine Botschaft braucht. Das heißt, wenn du zu diesem Reading jetzt geführt worden bist, es bei dir aufgeploppt ist, dann ist irgendein Ruf von dir erhört worden und soll durch dieses Reading beantwortet werden. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet, habe auch entsprechend diverse Karten hier am Tisch liegen, weiß aber nicht, mit welchen ich arbeiten werde. Deswegen würde ich einfach sagen, ich starte, ich verbinde mich mit den kollektiven Energien. Meine Community und all denen, die hierhin geführt werden sollen, um eine Botschaft zu erlangen in Bezug auf der Zeitqualität, in Bezug auf, was sie jetzt gerade wissen sollten über ihre Situation. Und bitte darum, dass mir die richtigen Karten natürlich durch meine Guides hier gezeigt werden. Was sollte jetzt meine Community eurer Meinung nach wissen? Was ist jetzt gerade für sie wichtig zu wissen? Welche Botschaft sollte jetzt meine Community erreichen und worum geht es überhaupt? Was möchte meine Guides mit euch heute diskutieren oder kommunizieren? Ich würde mal sagen, es wäre fast schon eine Form von Diskussion, weil das Bedürfnis danach, mit euch in Kontakt zu treten, wurde sehr intensiv während meiner Meditation. Also gehe ich auch davon aus, dass das vermutlich auch darum geht. Gut, dann haben wir verschiedene Karten hier. Und zwar eine von der Karten ist Akashic Light, Record Light Activation mit Source. Dann ist die nächste Karte gekommen, Fountain of Youth. Age does not exist when you are timeless. Schaue ich weiter. Was sollte meine Community heute wissen, Spirit? Was möchtet ihr heute kommunizieren? Okay. See, know and be. Der Orakel. Okay. Was ich jetzt so instinktiv reinbekomme, worum es jetzt hier bei eurer Hilferuf ging oder zumindest mal bei denen, die sehr stark eventuell um Hilfe gerufen haben, fühlt sich für mich so danach an, als ob du gegenwärtig nicht so ganz hundertprozentig sicher bist, ob was mit dir los ist, ob du diese Zeit durchstehen kannst, ob du das, was mit dir los ist, egal welche Symptome du auch immer hast, egal mit welchen Ereignissen du gegenwärtig konfrontiert bist, egal wie es dir geht, dass du vermutlich damit zu tun hast, dass du einfach denkst, ob du auf dem richtigen Weg bist, ob du das Licht am Ende der Tunnel jemals sehen wirst. Und vor allem aber habe ich auch das Gefühl, dass du vielleicht auch irgendwie das Gefühl hast, dass du vielleicht schon, dass du diese neue Zeitalter gar nicht erleben wirst, nach all dem Druck und Stress und Schmerz, das du dein ganzes Leben lang hier durchgemacht hast, kommt irgendwie so diese Energie rein, dass du anfangen tust, daran zu zweifeln, ob es für dich überhaupt noch in diesem Leben möglich sein wird, diese neue Zeitalter zu erleben. Das würde mir ein bisschen so diese Karte der Alter zeigen. Für die andere von euch spüre ich rein, dass Alter eine ganz bestimmte Rolle in irgendeinem Bereich deines Lebens spielt. Ob das jetzt ist, dass du denkst, dass du etwas verpasst, weil du älter wirst, oder ob du jetzt gegenwärtig in einer Partnerschaft bist oder Sehnsucht nach Partnerschaft hast und das Gefühl hast, dass du zu alt bist oder ein großer Altersunterschied existiert. Oder einfach allgemein, dass Alter ein Thema in deinem Leben jetzt gerade spielt in Bezug auf irgendetwas, was du gerne machen möchtest. Die drei Hauptbotschaften, die ich jetzt für dich hier bekomme, als allererste mit der Karte des Source, mit dem 37, die 10, die Vollendungskarte, der Abschluss eines Zyklus, spricht darüber, dass
gegenwärtig auf die Frage hin, was mit mir los ist, warum fühlst du dich vielleicht erschöpft, warum hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade in deinem Leben nicht vorwärts kommst oder gewisse Ereignisse in deinem Leben passieren, wo dir vielleicht auch das Gefühl geben, dass du vielleicht vom Weg abgekommen bist oder dass du eventuell es nicht schaffen wirst, dann möchte das Universum dir sagen, dass es für dich wichtig ist zu verstehen, dass du Licht bist. Du bist das Licht. Du musst das Licht nicht im Außen suchen, sondern du allein bist das Licht. Wir sind alle Lichterwesen. Und bei dieser Botschaft geht es darum, dass du vielleicht dich vergleichen tust mit anderen, die eventuell in der Öffentlichkeit stehen und ihre, sagen wir mal, ihre Gaben leben. Und du vielleicht für dich selbst denkst, vielleicht habe ich gar keine. Ich habe das Gefühl, dass du dich vielleicht auch vergleichen tust mit anderen. Und das Universum möchte dir sagen, du gehst jetzt gerade durch eine Akasha Record Light Activation. Und es ist wichtig für dich zu verstehen, dass du das Wunder bist und auch du hast mystische und mythologische Existenzen, dass du hinter dir hast, aber auch durch deine Ader fließt. Und es ist für dich vielleicht auch jetzt gegenwärtig wichtig, dass du vielleicht darauf achtest, ob du dich inspiriert fühlst durch mythische Legenden und mythologische Geschichten, die vielleicht seit deiner Kindheit dich verfolgen. Zum Beispiel bei mir war es, ich habe mich immer für Fantasy interessiert, immer für Heldenfilmen interessiert, immer für Fantasy, wie zum Beispiel der Chronik, die Chroniken von Narnia oder so Elfen und Fabelwesen, Drachen und Einhörner. Das hat mich immer sehr interessiert. Oder zum Beispiel Herkules und die griechische Götter, die germanische Götter. Das war schon seit meiner Kindheit so eine Affinität, zu denen ich mich hingezogen habe. Wenn das auch bei dir der Fall ist, irgendetwas, zu dem du dich immens seit deiner Kindheit, seit deiner Jugend hingezogen fühlst, dann ist vielleicht die Zeit für dich gekommen, jetzt dich damit auseinanderzusetzen. Ich habe auch das Gefühl, dass es für dich auch sehr wichtig ist, dich mit deiner Akasha-Chronik zu verbinden. Dafür brauchst du keine besondere Ausbildung. Es ist ganz was anderes, wenn du aus einer Akasha-Chronik lesen möchtest. Aber wenn du dich mit deiner eigenen Akasha verbinden möchtest, das ist im Grunde eigentlich eine Bibliothek. Und in dieser Bibliothek hast du jederzeit Zugang und dann kannst du deine geistige Führer zum Beispiel fragen, wer ist jetzt gegenwärtig in meiner Frequenz anwesend? Welche Ahnen möchten jetzt gerade mit mir arbeiten? Welche Themen sind es jetzt gerade wichtig für mich, mit denen ich jetzt mich auseinandersetzen soll? Und ich habe das auch das Gefühl, dass du vielleicht auch gegenwärtig eine neue Richtung von Interessen entwickelst, die entweder mit der griechischen Geschichte, mit der peruanischen Geschichte, mit der ägyptischen Geschichte zu tun hat. Und das Universum möchte dich darauf hinweisen, dass eventuell das der erste Schritt ist, dass irgendein Kanal für dich sich öffnet und mit dir in Verbindung treten möchte. Wenn du mit diesem Fountain of the Youth das Gefühl hast, du wärst zu alt dafür, oder, ja, was will ich denn schon mit dem Alter jetzt noch anfangen, irgendetwas Neues zu lernen oder mich selbstständig zu machen oder andere Leute haben jahrelang irgendwelche Ausbildungen gemacht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich habe x Tausende von Euro aus dem Fenster rausgeschmissen, um irgendwelche spirituelle Ausbildungen zu machen, weil ich der Meinung war, oder zumindest mal mein Ego der Meinung war, dass ich Zertifikate brauche, dass ich Zeugnisse brauche, damit ich jemand bin, damit ich etwas kann. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass je mehr ich versucht habe, das, was mich ausmacht und meine Gaben ausmacht, in irgendeine Richtung zu drücken, desto mehr bin ich durcheinander geraten. Und die beste Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren die Ausbildungen, die ich gemacht habe, wo mich einfach in der Richtung geschubst haben mit dem Lichtkörperprozess, wo ich hingehöre, ohne dass ich irgendjemand mir sagt, in welche Richtung ich gehöre, sondern es war wirklich irgendwie so, ich bin Schritt für Schritt in der Richtung geschubst worden oder meine Interessen sind in diese Richtung gegangen, die für mich wichtig war. Und so hat sich nach und nach meine Gabe kristallisiert. Und dann habe ich halt diese verschiedenen Werkzeuge miteinander verbunden, um
den Weg zu perfektionieren, den ich gehen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass es auch das für dich eine wichtige Botschaft ist. Für die andere von euch könnte möglich sein, dass du gegenwärtig Schwierigkeiten hast, entweder mit deinem Körper oder mit das Bild, das du von dir selbst machst, deine natürliche Schönheit, oder aber auch du hast gerade mit deinem Alterungsprozess Probleme. Das repräsentiert The Fountain of Youth. Vielleicht bist du auch mit all diesen Problemen gleichzeitig konfrontiert. Du hast vergessen, dass du das Wunder bist. Und das Wunder zu sein, ist die einzige Wahrheit, dass du anerkennen sollst, dass Schönheit nicht deine Körper repräsentiert, nicht deine Aussehen repräsentiert, nicht deine Falten repräsentiert, sondern Schönheit ist die Weisheit, die du in dir trägst, die von innen nach außen strahlt. Ich habe oft Menschen kennengelernt, die vielleicht im Gesicht sehr unscheinbar gewirkt haben, sehr normal gewirkt haben. Aber wenn sie sich unterhalten haben, gelacht haben und ihre Jugendhaftigkeit und der Lebendigkeit gelebt haben, dann sind sie für mich wunderschön geworden. Während ich andere Leute kennengelernt habe, die eine wunderschöne äußere Erscheinung hatten, aber nach einer gewissen Zeit, wenn ich ihren Charakter kennengelernt habe, sie für mich von Tag zu Tag hässlicher geworden sind. Also wenn du jetzt tatsächlich damit irgendeine Schwierigkeit hast, mit deinem Körper, mit deinem Aussehen, mit deiner natürlichen Schönheit, mit deinem Alterungsprozess, dann bitte verstehe, dass deine Seele, dein Körper ist natürlich an etwas gebunden. Dein Körper wird natürlich alt werden und muss irgendwann mal auch zu Ende gehen. Aber deine Seele ist die ewige Jugend. Und es ist wichtig für dich zu verstehen, dass die wahre Schönheit durch deine kreative Art kommt. Fang an, irgendetwas Wundervolles zu machen, damit du die Schönheit, die in dir lebt, erkennen tust. Ob es ist jetzt wie ich, ein Projekt zu entwickeln, einen Kanal zu gründen, wo du dich mit anderen Leuten unterhalten tust, wie jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt meine neue Community am Gründen bin, wo ich dann mit der Community zusammen etwas aufbauen möchte, wo wir Challenges machen werden, wo ich dann die Leute animiere, auch selbst Challenges zu machen, wo ich möchte einfach die Menschen dazu bringen, ihre Kreativität auszuleben. Das ist so meine Zukunftsprojekt, die Menschen dazu zu bringen, aus sich rauszugehen in diese neue Community, die ich gerade am Gründen bin, dass ich hoffe, dass ab August dann starten kann. Für die andere von euch könnte es vielleicht Malen sein, es vielleicht Schmuck basteln sein. Irgendetwas, was du gerne machst, worin du gut bist. Tu es einfach, damit du diese Schönheit, die in dir ist, nach außen scheinen lässt. Damit du erkennen tust, wie wunderschön das, was du erschaffst, ist. Und genauso solltest du auch dich selbst sehen, dass deine Schönheit, auch wenn es im Außen vielleicht einfach an den Alterungsprozess scheitert und einfach hormonell sich verändert oder einfach du deine natürliche Schönheit nicht annehmen kannst, die wahre Schönheit, die wirkt in dir drinnen und hat mit deinem Alter überhaupt nichts zu tun. Und wir haben hier das Orakel. Das Orakel fordert dich auf, dass du siehst, dass du weißt und dass du bist. Das Orakel ist eigentlich meine Begleiter. Die Zahl 33 ist auch die Quersumme 6, wo dich auffordert, auf die Weisheit deines Herzens zu hören. Und diese Botschaft könnte eine Gruppe betreffen, die sich gegenwärtig vielleicht Sorgen machen tut über den Zustand der Welt, über den Zustand der Ereignisse, wo überall passieren, oder vielleicht einfach allgemein Zukunftsängste hast. Und was ich hier für dich wahrnehme, ist, dass du ermutigt wirst, in eine höhere Sphäre von Intuition gegenwärtig zu leben. Und vielleicht auch zu lernen, dafür mache ich ja diesen Workshop, die ich nächste Woche mache. Eigentlich wollte ich es letzte Woche machen, aber da hatten sich noch nicht genug Leute gemeldet und da habe ich gedacht, ich warte jetzt noch ein bisschen, bis sich mehr Leute melden. Ich hatte den bekannt gegeben in eine von meinen Readings vor, glaube ich, 2 oder 3 Wochen. Und ich glaube, die Hälfte von denen, wo es nicht angeschaut haben, wissen es nicht. Ich mache ein kostenloses Workshop auf Zoom, wo auf Spendenbasis basiert.
für mich ist es einfach wichtig, dass Geben und Nehmen stimmt. Und das muss keine große Summe sein, die man mir spendet für diese Workshops, die ich mache. Du kannst mir auch was schenken. Du kannst mir auch was von meiner Amazon-Wunschliste zukommen lassen. Es geht einfach halt nur um das Geben und Nehmen in Gleichgewicht zu halten, weil es ist ja auch meine Freizeit, die ich eigentlich sehr wenig davon habe, aufgrund dessen, dass ich hauptberuflich tätig bin, meine Ausbildungen habe, wo ich meine Schüler ausbilde, meine Workshops habe, meine Seminare habe, die ich gebe, plus noch meine private Readings und die öffentliche Readings mache. So ist meine Zeitspanne, wo ich wirklich privat für mich Zeit habe, eigentlich sehr kurz. Und diese nutze ich, um mehr oder weniger andere Menschen mein Wissen, die keine Geld haben, weiterzugeben oder mein Wissen weiterzugeben, damit sie sehen, wie ich arbeite, falls sie dann irgendwann einmal möchten, mit mir zusammenarbeiten, bei mir eine Ausbildung machen oder ein Reading machen. Und deswegen habe ich gerade für die jetzige Zeit einen Workshop möchte ich starten nächste Woche. Und zwar geht es darum, wie du dich mit deiner geistigen Führer verbindest, wie du in die, wie du ihre Botschaften verstehen kannst, wie du die Zeichen wahrnehmen kannst, die sie dir schicken. Und vor allem aber, dass du einfach deine Hemmungen gegenüber der geistigen Welt verlierst. Und ich möchte dich da in diesen Workshop einladen, da mitzumachen, damit du auch diese Karte spricht darüber, dieser Orakel ist nichts anderes als die Aufforderung an dich, dass dein Leben sich komplett verändern wird, wenn du beginnen tust, die Botschaften zu verstehen, die dir von der anderen Seite geschickt werden. Und damit kannst du die positiven Veränderungen, für denen du dir gewünscht hast, kreieren. Und ich werde in diesem Workshop dir zeigen, wie diese Anbindung stattfindet, wie du sie machen kannst und wie du die Zeichen vor allem interpretieren und verstehen kannst, anhand von vielen Beispielen, mit denen ich arbeite. Wie du das zum Beispiel in deinem Alltag integrieren kannst, wie du die geistige Welt rufen kannst und wie du richtig beten kannst. Nicht bitten, weil bitten ist ein Mangel, da muss dir das Universum noch mehr davon bringen, sondern dankend. Dankend, und ich werde dir genau erklären, wie du mit der geistigen Welt deine Wünsche kreieren kannst, ohne dass du aus dem Mangel heraus agierst, sondern einfach aus dem zeitlichen Prinzip und dem Wunsch, dein Geburtsrecht zu bekommen, der daraus besteht, dass du in Fülle, glücklich und in absolute bedingungslose Liebe lebst. Und dieses Workshop möchte ich gerne nächste Woche starten. Ich habe gesagt, bis Sonntag ist der Deadline. Wenn du interessiert bist, an diesem Workshop teilzunehmen, dann bitte melde dich auf info@satori-reiki.de. Du findest aber auch die Homepage-Seite unten. Dort findest du auch ein Kontaktformular. Dann schreib mich bitte an, damit ich dich in der Gruppe aufnehme. Falls du WhatsApp hast, gib mir bitte deine WhatsApp-Nummer durch, damit ich eine Gruppe gründen kann, wo ich alle dort reinsetze, die ich dann den Zoom-Link schicken werde, wenn das Workshop startet. Das Workshop wird 1 bis 2 Stunden gehen und all die, die daran teilnehmen, werden auch das Video aufgezeichnet bekommen, falls sie dann nicht können an dem Abend daran teilnehmen, aus was für Gründe auch immer. Also, wenn du interessiert bist, wirklich mal zu verstehen, was es bedeutet mit der geistigen Welt, mit deinen Ahnen, und vor allem, was ist die geistige Welt, in Kommunikation zu treten, dann melde dich auf diesem Workshop und ich freue mich, dich dort zu sehen und dich mit meinem Wissen zu bereichern, indem ich dir die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, zu zeigen, damit du immer dafür sensibilisierter wirst und einfach auch die Botschaften in deinem Alltag integrieren kannst, aber auch immer besser verstehen kannst. So viel zu diesen 3 Themen, die Karten, die hier kommen. Also, wenn du nicht weißt, wie du weiterkommst, wenn du Zweifel hast, wenn du Ängste hast, dann bittet dich das Universum, dass du dich auf dem, was in dir drinnen ist, auf deine Gaben, auf die geistige Führer, auf deine Ahnen und auf deinem Wissen, innere Intuition fokussierst und Hand in Hand mit dem Universum, mit deiner geistigen Führer, mit dem spirituellen Welt in Kontakt trittst, um deine Ziele zu erreichen. Das zumindest mal zu den ersten 3 Hauptbotschaften, die ich jetzt bekommen habe. Dann schauen wir mal an, warum ich jetzt hier gerufen wurde. Spirit, warum wurde ich gerufen? Okay, wir haben hier einmal die Stärke. Wir haben hier die 2, wow, die zweite Kelche. Wir haben hier die 10. Scheibe. Die 10. Kelche, dann haben wir die Liebenden,
Und der Mond. Sehr interessant. Wir haben die 6 der Schwerter und das Gerichtskarte. Okay, was ich jetzt als allererster hier das Gefühl habe, ist, dass du, warum ich hier gerufen wurde, ist entweder, dass eine Gruppe von euch hier mit einer Person zu tun hat. Gut, die zweite Kelche muss nicht unbedingt um eine Partnerschaft gehen. Es kann sein, ja, dass um eine zwei Menschen, die aufeinander zugehen, die aber noch nicht in einer Partnerschaft sind. Wo für mich die Liebenden schon eher die Seelenpartnerschaft repräsentiert für mich die zweite Kelche eher so die zwei Personen, die Interesse füreinander haben oder interessiert aneinander sind und liebevoll aufeinander zugehen. Wo einfach vielleicht auch sich verlieben oder sich versöhnen. Was ich aber jetzt hier tendenziell mich ein bisschen irritiert, ist einfach die Karten der Liebenden, die 10. Kelche, wo für mich für eine Heirat steht oder vielleicht für Harmonie oder Familie. Dann haben wir den Mond und wir haben das 6. Schwerter plus noch die Gerichtkarte. Und wir haben noch die Stärke. Die Stärke zeigt mir einfach, dass entweder der Grund, weshalb ihr mich gerufen habt, ist, dass es hier um eine Partnerschaft geht oder um jemanden geht, den du kennengelernt hast. Aber entweder ist diese Person vergeben oder muss sich zwischen einer anderen Person entscheiden, weil die Liebende ist für mich immer die Entscheidungskarte. Und ja, sie wird gerne immer wieder als der Seelenpartnerkarte bezeichnet. Vielleicht denkst du einfach, dass diese Person deine Ever After sein könnte mit der 10. Kelche. Die 10. Kelche kann aber auch bedeuten, weil es neben dieser Karte kommt, dass da du mit jemandem zu tun hast, der entweder du in einer Partnerschaft bist oder diese Person eventuell mit jemand anderem zusammen ist. Ob das jetzt Familie ist, verheiratet ist, in einer Beziehung ist, das lasse ich jetzt so stehen. Ja? Und es scheint so zu sein, dass entweder du dieser Person jetzt begegnet bist, frisch und nicht weißt, was du jetzt machen sollst, weil diese Person vergeben ist, oder dass du dich eigentlich schon bereits von dieser Person getrennt hattest und wolltest zu ruhigeren Gewässern gehen. Und mit der Gerichtkarte, das ist immer eine Karte für mich, dass etwas, was tot geglaubt scheint, wiederkehrt, wieder belebt wird. Ja. Und jetzt plötzlich, nachdem du eigentlich gedacht hattest, du hättest das alles hinter dich, jetzt diese ganze Geschichte wieder hochkommt, weil wir haben gesagt, diese Karte kann für Versöhnung und für Verlieben stehen. Das heißt, für die eine Gruppe von euch kann es sein, dass du jemanden kennengelernt hast, in dem du dich verliebt hast, die aber entweder du oder der andere vergeben sind, und das fordert von dir sehr viel Mut, den inneren Drachen zu bekämpfen, mutig zu sein, den Risiko einzugehen und dich deinen Ängsten besonders zu stellen, weil wir mit dem Mond natürlich auch immer diese Karte, diese zweideutige Karte haben. Bin ich jetzt eine Illusion verfallen? Verfalle ich wieder in der alte Muster, falls das mit einer Versöhnung zu tun hat, dass du jetzt unsicher bist oder Angst hast oder Unklarheiten hast, was du eigentlich wirklich möchtest, ob das wirklich diese Person, die jetzt aus deiner Vergangenheit wieder zurückkehrt, einfach schon wieder nur eine Prüfung ist oder ein karmischen Abschlussthema ist oder tatsächlich diese Person jemand ist, zu dem du mehr oder weniger doch eine Seelenpartnerschaft hast. Aber diese Person scheint entweder familiär bedingt, anderswertig engagiert zu sein oder muss sich zwischen zwei Personen entscheiden. Und es scheint so zu sein, dass du hier hin und her gerissen bist. Vielleicht auch du musst dich entscheiden, lasse ich das hinter mich, ziehe ich weiter und suche mein Glück woanders oder stelle ich mich denn und gucke, wohin das Ganze führt und lass das Ganze Ängste, Unsicherheiten hinter mich und begebe mich zu meiner ungestillten Sehnsüchte und öffne mich für etwas mit dieser Person. Und für den dritten von euch, wenn du jemanden neu kennengelernt hast, dann geht es vielleicht auch darum, deine Vergangenheit abzuschließen und deine Ängste in Bezug auf irgendwelche Partnerschaften
zu bewältigen. Wir schauen jetzt aber etwas genauer hin, und zwar möchte ich mal definitiv diese drei Karten mal klären. Also das auf jeden Fall. Spirit, kannst du mir bitte die zweite Kelche klären? Worum geht es bei der zweiten Kelche? Warum ist die zweite Kelche hier? Warum ist die zweite Kelche hier? Ja, es ist jemand, also es geht definitiv um jemanden, der dich abgelehnt hat, der dich in der Vergangenheit abgelehnt hat oder dich ablehnen, jetzt ablehnen tut. Es kann möglich sein, dass es jemand ist, der Angst hat, sich einzulassen. Jemand ist, der vielleicht auch du das Gefühl hast, dass du Chance verpasst hast mit dieser Person oder diese Person denkt, dass sie die Chance mit dir verpasst hat, weil es dich abgeliehen hat oder dich abgelehnt hat, als du etwas wolltest. Spirit, kannst du mir die vierte Kelche etwas näher klären? Kannst du mir bitte die vierte Kelche etwas näher klären, wenn es um diese zweite Kelche geht? Dankeschön. Ja, Page der Schwerter. Page der Schwerter zeigt mir einfach, dass es hier einen Konflikt zwischen euch beide gegeben hat. Du hast jemanden kennengelernt und das war eine liebevolle Begegnung, der vielleicht ein Potenzial auf eine Seelenpartnerschaft hatte oder auf eine Harmonie und beglückendes, harmonische, schöne Verbindung gewesen ist. Und ich habe so das Gefühl, dass entweder, also definitiv ist da mit dieser Karte nicht etwas Neues, was du jetzt kennenlernst, sondern auch mit der Gerichtkarte und mit der Sechs der Schwerter glaube ich, dass es jemand ist, der aus deiner Vergangenheit, wo du geglaubt hast, die Sache ist erledigt, du eigentlich dich bereit erklärt hast, so ruhigere Gewässer zu ziehen. Du hast zwar mit unsicheren Gefühlen diese Situation hinter dich gelassen, hast zwar mit einem traurigen Auge noch nach hinten geschaut, aber du warst dir einfach absolut darüber im Klaren, dass ich das jetzt hinter mich lassen muss und weiterziehen muss. Weil die Konflikte, die dadurch entstanden sind zwischen euch beide, weil entweder du oder diese Person nicht bereit gewesen ist, sich auf diese Verbindung einzulassen, je nachdem, was auch immer zwischen euch beide passiert ist. Der vierte Kelche ist für mich immer so eine Karte, wo darüber steht, dass man vielleicht einfach irgendwie das Gefühl hatte, in der Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt, könnte auch einer oder der andere in eine Krise gesteckt haben oder einfach in einen Konflikt gesteckt haben. Und da hat es hier konflikthafte Gespräche gegeben, aufkommende Konflikte gegeben, die dann dazu geführt haben, dass der eine oder der andere den anderen abgelehnt hat, wo gesagt hat, nee, das, vielleicht hat der eine mehr wollen und der andere nicht. Oder weil der andere in einer Partnerschaft war, hat er gesagt, nee, das wird nichts. Auch wenn die Anziehungskraft da ist, auch die Begegnung schön ist, es wird so viele Konflikte verursachen, jetzt ziehe ich mich zurück. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass du dich dann zurückgezogen hast. Wir schauen jetzt aber noch an, was ist der zehnte Kelche, Spirit? Warum ist die zehnte Kelche da? Wenn du derjenige bist, der in einer Partnerschaft ist und du jemanden kennengelernt hast, dann bitte vice versa, ja? Ja, die zehnte Kelche ist der vierte Stäbe. Ja, diese Person scheint bereits etwas Stabiles zu haben, einen Platz zu haben, wo es hingehört. Es kannst du sein oder dein Gegenüber. Bitte immer die Rollen wechseln. Ja, ich kann nicht im Vorfeld sagen, ob es um dich geht oder um dein Gegenüber geht. Ich bin nur gerufen worden, um hier etwas zu klären für euch. Ja, es scheint so zu sein, dass diese Person bereits irgendwo ist, wo es sich geborgen fühlt oder sie sich geborgen fühlt. Und vielleicht habt ihr euch aber auch kennengelernt und du hast das Gefühl gehabt, angekommen zu sein bei dieser Person. Hast eine neue Anregung gesucht, du bist aus dir selbst herausgegangen und der andere Person hat dich abgelehnt oder umgekehrt, die Person ist aus sich raus und du hast den Person abgelehnt. Ja, und das hat diese Harmonie zwischen euch beide gestört. Bitte denkt aber auch immer daran, dass der vierte Stäbe kann auch eine Familie oder ein Fundament darstellen. Ja, also für diejenigen, die mit jemandem zu tun haben, der in einer Partnerschaft ist, dann bitte umdenken. Für die anderen, die niemand haben, der in einer Partnerschaft ist, sondern einfach dieser Person begegnet sind, dann war es vielleicht für dich eine neue Anregung suchen, aus dich herauszugehen, die Bereitschaft zu zeigen, aus dich herauszugehen und auf etwas Neues einzulassen. Und dann kam es eben zu dieser Ablehnung oder zu dieser Konflikte zwischen euch beide, aus was für Gründe auch immer. Wir schauen jetzt einfach mal an, warum ist die Liebende da?
Spirit, warum ist die Liebende da? Heute bist du aber sehr kommunikativ. Ja, die Entscheidung auf einen Neubeginn. Ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt diese ganze Geschichte jetzt so anschaue, ja, habe ich das Gefühl, dass jemand aus deiner Vergangenheit gerade wieder zurückgekehrt ist, weil der Neubeginn ist da, die Gerichtskarte ist da. Die Gerichtskarte ist für mich immer so eine Karte, wo mir sagt, etwas, das du geglaubt hast, dass es zu Ende ist oder vorbei ist, wird wiederbelebt und fordert von dir eine Entscheidung. Das ist auch die Karma-Karte, die Bestimmungskarte, die Auferstehungskarte, die Wiederbelebungskarte, die Siegeskarte. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass entweder, wenn diese Person jetzt wieder zurückgekehrt ist in deinem Leben oder die Gefühle von dir für diese Person wieder zurückgekehrt sind, obwohl du dich entschieden hast, diese Gewässer hinter dich zu lassen und vielleicht auch unsicher bist, was das überhaupt ist zwischen euch beide. Es fordert aber auch sehr viel Mut von dir, dich dem Ganzen zu stellen. Fühlt sich für mich so an, dass du gegenwärtig, warum ich hierhin gerufen worden bin, dass es hier um eine Person in deinem Leben geht, egal ob es jetzt da ist oder nicht da ist, egal ob es ad acta gelegt wurde und jetzt die Gefühle wieder da sind. Egal, ob es darum geht, dass du musst eine Entscheidung zwischen zwei Personen oder diese Person eine Entscheidung zwischen zwei Personen treffen. Es geht am Endeffekt darum, dass ich gerufen wurde, weil der Mond und die Stärke für mich die aussagekräftigste Karten sind mit dem Gericht, wo es darum geht, hier muss jemand eine große Entscheidung treffen, sich von seinem bisherigen Los zu erlösen, einen Sturm im Wasserglas zum Stillstand zu bringen, sich von seinen Selbsttäuschungen zu befreien, von seinen Illusionen zu befreien, den Mut aufzubringen, entweder etwas hinter sich zu lassen, die keine Zukunft hat, oder den Mut aufzubringen, sich auf etwas einzulassen und etwas hinter sich zu lassen. Also für jeder von euch wird das eine andere Geschichte sein. Bitte pickt für euch raus, was für euch jetzt gerade in dieser Geschichte stimmig ist. Was möchte das Universum dir in Bezug auf diese Situation überhaupt mitteilen? Weil das ist ja anscheinend der Grund, warum ich gerufen wurde. Was möchte das Universum dir in Bezug auf diese Situation mitteilen? Was möchte das Universum dir in Bezug auf diese Situation mitteilen? Was möchte das Universum dir in Bezug auf diese Situation mitteilen? Was möchte das Universum dir? Okay, also als allererste, wenn es um deine Unsicherheiten geht, was du da machen sollst, sagt das Universum, du bist beschützt. Du bist sicher in einem Kokon aus Licht. Du kannst mit Vertrauen weitergehen. Also, solltest du mit jemandem zu tun haben, den du jetzt gerade kennengelernt hast, frisch, und du vielleicht nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, unabhängig davon, ob ihr jetzt vergeben seid oder nicht vergeben seid, sagt das Universum, egal wie die Dinge ausgehen, du bist beschützt und behütet und du kannst mit Vertrauen weitergehen. Für diejenigen, die gegenwärtig jemand aus deiner Vergangenheit zurückkehrt, mit dem du abgeschlossen hattest, dann sagt das Universum, auch da bist du beschützt und behütet, mach dir keine Gedanken, lass die Dinge auf dich zukommen, hab Vertrauen, dass sich alles so entwickelt, wie es richtig und gut ist. Und das Allerwichtigste ist, hab keine Angst. Angst ist eine Falle von deinem Ego. Erlaube mir, mein Schwert des Lichtes zu benutzen und dich von diesen niederschmetternde Gefühle, die dich zurückhalten, zu befreien. Das kann sich auf dich beziehen oder es kann sich auf dein Gegenüber beziehen. Ja? Bitte in sich hineinfühlen, wo diese Geschichte reinpasst. Was sollte meine Community wissen? Welcome Abundance in your life. Ich habe das Gefühl, egal was jetzt gerade in deinem Leben kommt, weißt du, was jetzt gerade bei mir auch reinkommt? Für mich fühlt sich das auch so an, dass du vielleicht musst etwas Altes hinter dich lassen und oder musst das etwas Altes hinter dich lassen, wo du geglaubt hast, dass diese Prüfung abgeschlossen ist und jetzt
ist diese Person wieder zurückgekehrt oder du kommst von dieser Person oder deine Gefühle für diese Person sind wieder zurückgekehrt und das Universum sagt, es ist jetzt die Zeit für dich gekommen, keine Angst davor zu haben, dich deine Ängste zu stellen. Du bist beschützt und behütet und willkommen die Fülle in deinem Leben und gib nicht in der Liebe auf. Also ich spüre definitiv, also es hat wirklich danach sich angefühlt, als ob diejenigen, die mich hierhin gerufen haben, dass es wirklich um jemanden in deinem Leben geht, die du, für mich fühlt sich so an, dass entweder du vergeben bist oder dein Gegenüber vergeben ist. Oder eine Situation, eine Dreieckbeziehung existiert, egal in welcher Form diese Dreieckbeziehung ist. Ein Beruf, Distanz, Familie, Kinder, Freunde, Ehepartner, was auch immer. Und das Universum sagt, wenn gerade jetzt diese Person, nachdem du geglaubt hattest, dass es vorbei ist und du weitergezogen bist, wieder in deinem Leben zurückgekehrt ist und du dich jetzt fragst, ey, ist das jetzt schon wieder eine Prüfung? Was soll jetzt das wieder? Ich habe doch das hinter mich gelassen. Ich habe doch damit gearbeitet. Ist das eine Illusion? Bilde ich mir das alles ein? Und deine Ängste hochkommen wieder, dass es vielleicht wieder etwas sein könnte, wo dich verletzen würde, sagt das Universum, du bist beschützt und behütet, hab keine Angst. Öffne dich für die Fühle, die das Universum dir bringen möchte und gib nicht in der Liebe auf. Ja, also definitiv, was auch immer es ist, was dich jetzt gerade große Zweifel aufkommen lässt, sagt das Universum dir, vertraue darauf, es wird alles gut werden. Gib in der Liebe nicht auf. Egal, was auch immer deine Geschichte ist, egal, was auch immer passiert ist, ob du jetzt gerade abgelehnt wurdest und bist niedergeschmettert und denkst, du verfällst immer wieder auf irgendwelche Typen, die dich verletzen oder Frauen, die dich verletzen und du gibst in der Liebe auf, sagt das Universum, bitte gib nicht auf. Für die anderen von euch eben, wie gesagt, in Dreieckbeziehungen gilt genau das Gleiche. Okay, wir beenden jetzt dieses Reading, indem wir schauen, warum ist diese Person überhaupt in deinem Leben zurückgekehrt. Wenn es zurückgekehrt ist, warum bist du dieser Person begegnet, wenn du ihm neu begegnet bist und warum deine Gefühle für diese Person zurückgekehrt sind, falls das der Fall sein sollte. Spirit, was spielt diese Person im Leben von meiner Zuschauerin für eine Rolle? Warum kehrt diese Person, diese Energie, dieses Gefühl, diese Situation im Leben meiner Zuschauer, Zuschauerin zurück? Ja, die Göttin des Morgens, sie steht für einen Neubeginn, weil ein Neubeginn für dich ansteht. Ich habe das Gefühl, das, was auch immer du gemacht hast, du hast es richtig gemacht. Und jetzt steht für dich ein Neubeginn. Entweder mit jemandem, der du geglaubt hast, dass es vorbei ist, oder jemand Neues, die du jetzt begegnet bist und vielleicht anzweifelst, dass es könnte der Falsche wieder sein und du könntest wieder drauf reinfallen und möchtest deine Komfortzone nicht verlassen. Und schau mal an, da kommt wieder die Banba und sagt, du bist wieder beschützt und behütet. Diese Person ist in deinem Leben gekommen, um vielleicht deine Schutzmauern, die du um dich herum aufgebaut hast, dass du die niederreißen kannst und endlich mal einen Neubeginn wieder erleben darfst. Wenn du noch nicht meine halbstündige Saturn-Rückläufig-Video angeschaut hast, dann schau ihn dir bitte jetzt an, weil dort drinnen erkläre ich dir, wie du herausfinden kannst, seit 29. Juni, wo der Saturn rückläufig geworden ist in den nächsten 5 Monate, in welche Richtung jetzt deine Bestimmung sich bewegt. Und dort habe ich auch die Häuser und wie du herausfindest, anhand von deinem Geburtshoroskop, in welchem Haus deine Saturn jetzt gegenwärtig im Fische rückläufig ist, dann schau dir das bitte an und schau, wo diese Bestimmung sich befindet. Ja? Spirit, bitte zeig mir. Warum ist diese Person im Leben, meine Zuschauer und Zuschauerin, oder diese Situation oder dieses Ereignis im Leben meiner Zuschauer und Zuschauerin gekommen? Wir haben hier Goddess of Wishes. Es ist die Erfüllung deines Wünsches. Was auch immer das jetzt gerade ist, das Universum möchte dir den Komfort von einem liebevollen, warmen Zuhause geben.
Wenn du jemand bist, der in der Liebe oft enttäuscht worden ist und du nicht mehr daran glaubst, habe ich das Gefühl, dass das Universum dir sagen möchte, dass du die Hoffnung nicht aufgeben sollst. Und entweder ist jemand jetzt, der in deinem Leben kommt, der dafür bestimmt ist, dich glücklich zu machen. Und diese Person wird auch dir gegenüber loyal sein. Ja, weil wir haben hier den Gottes of Loyalty. Und ich habe das Gefühl, dass du dir etwas gewünscht hast und jetzt das Universum dir deinen Wunsch erfüllt, nachdem du irgendwelche Prüfungen bestanden hast. Ich bin sehr gespannt, für wen diese Botschaften war. So, ich werde dieses Reading beenden, indem wir schauen, was deine Seele oder die Guides, die mich gerufen haben, euch auf dem Weg mitgeben möchten. Ich werde die Practical Magic Karten benutzen. Ich habe gerade auf die Uhr 21.11 Uhr, also 21 Minuten. Und auf die Uhr ist 21.44 Uhr. Spirit, magst du mir bitte zeigen, wie lautet der Abschlussbotschaft von meiner Guides an euch oder eure Guides an euch, die mich für dieses Reading gerufen haben? Wie lautet die Abschlussbotschaft von meiner Guides an euch, die mich heute gerufen haben? Wow, fühle deine Emotionen, ja. Schau, lass doch deine Emotionen zu. Wenn du jemand bist, der dazu neigt, aufgrund von den vielen Enttäuschungen, der Verletzungen, sich wieder zu versperren und zu sagen, hey, weißt du was, lieber bleibe ich alleine, als dass ich wieder verletzt werde. Und diese Person deine Gefühle berührt, ja, oder wie auch immer, was auch immer jetzt gerade mit deinen Gefühlen geschehen, ob das jetzt Unsicherheiten sind, Sehnsüchte sind, Unklarheiten sind, Ängste sind, sagt das Universum oder deine Guides dir, bitte spüre deine Emotionen, ja. Ich schaue mal, es gibt auch so Rituale, wo man da machen kann, da bin ich gespannt, was da drinnen steht. Ich möchte bitte noch zwei Karten zum Abschluss dieses Readings. Zu viele will ich nicht, weil die Rituale sehr lang sind. Ja, bitte um Vergebung. Ja, bitte um Vergebung kann natürlich bedeuten, dass jemand aus deiner Vergangenheit zurückkehrt und um Vergebung bittet, oder du solltest dir selbst oder den anderen zu vergeben, oder bitte du um Vergebung. Ja, Spirit, was soll ich? Sei liebevoll. Ja. Das ist der Charming, der Prince Charming. Sei liebevoll und lass die Vergangenheit sterben. Wenn das jemand aus deiner Vergangenheit ist, der jetzt zurückkehrt und du zweifelst, ob das wieder genau der gleiche Spiel ist, habe ich das Gefühl, dass das Universum sagt, lass die Vergangenheit bitte auf sich beruhen und fange ganz neu an. Ja? Fühle deine Emotionen, schließe damit ab, vergebe oder bitte um Vergebung. Es gehören ja auch immer zwei, die sich vergeben müssen, und transformiere dein Leben, weil ich habe das Gefühl, dass Shyamalan, der Sonnenkraft und die Transformationkarte kommen in deinem Leben. Ich glaube, wer auch immer jetzt gegenwärtig in deinem Leben kommt, der ist für dich, für deine Zukunft bestimmt, um dein Leben zu transformieren, egal in welcher Form auch immer. Sei bereit, dich für diese Verbindung zu öffnen, egal in welcher Form und was für Ängste das mit sich bringt oder was für Entscheidungen es für dich fordert, und vertraue darauf, dass du beschützt und behütet bist und dass du dahin geführt bist, wo es für dich bestimmt ist, dass dir nichts passieren kann und dass diese Person oder diese Situation in deinem Leben dir deine Kraft und deine Leben auf eine positive Art und Weise verändern wird und dir die Kraft auch bringt, die du brauchst. Vielleicht die Kraft, die du bis jetzt abgegeben hast, kehrt in deinem Leben wieder zurück. So, wir schauen jetzt mal an, ob ich da jetzt kurze Antworten hier auf die Botschaften bekomme, weil das sind manchmal die Botschaften 3 oder 4 Seiten.
Also hier sagt er, jetzt ist die Zeit, also ich bin beim Solar Restraint, also die Solarkraft, da sagt er, jetzt ist die Zeit, die Handlungen zu umarmen, Motivation und Manifestation. Nimm deine Hoffnungen und deine Träume aus dem ätherischen Raum raus und mach sie real. Es ist die Zeit für dich gekommen, dass deine Träume sich erfüllen. Es ist die Zeit jetzt für dich gekommen, in deine männliche Energie einzutreten, entweder in deine eigene, unabhängig davon, was für eine Gender du hast. Es ist wichtig, dass du jetzt beginnen tust zu handeln. Verbinde dich mit der Sonnenenergie, damit du deine Träume in Realität manifestieren kannst. Wow. Dann die Transformiere dein Leben will ich gar nicht übersetzen. Lass die Vergangenheit auch nicht. Was ich will, ist Feel Your Emotions. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptthema für dich hier. Lady of the Water. Wenn du in Berührung bist mit deinen Emotionen, bist du empathisch. Es macht dich zu einem besseren Freund, zu einem besseren Partner, zu einem besseren Mitarbeiter und mehr imstande, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, welches dein Glück steigern und deine Beziehungen heilen werden. Sich tiefer zu verbinden mit deinen Emotionen wird auch deine intuitive Gaben erhöhen und dir helfen, deine Instinkte zu vertrauen. Also diese Emotionen nicht anzunehmen, wird dir nicht helfen, diese Gefühle wegzudrücken. Es tut sie nur unterdrücken, welche auf eine andere Art und Weise immer wieder zu Vorschein kommt. Mal schauen, ob ich da ein Ritual habe. Also du kannst mit dem Element Wasser arbeiten, indem du entweder, wenn du in der Nähe von einem Ozean, einem See oder selbst einem Swimmingpool bist, dann sollst du da tauchen und fühle, wie die Macht des Wassers dich reinigt. Du kannst aber auch duschen und darum bitten, dass das Wasser dich reinigt. Lasse ein warmes Wasser mit Schaum laufen. Du kannst auch Badesalz, Kräuter, Blumen und ätherische Öle reintun, je nachdem, in was für einem emotionalen Status dich befindest. Und dann entspanne dich und spüre, wie der Wasser all deine Schmerzen, all deine Zweifel und deine Ängste dir wegschwemmt. Und wenn du dann das Wasser runterfließen lässt, also abfließen lässt, sieh, wie all deine Sorgen mit diesem Wasser abgespült werden. Okay, meine Seelensterne, ich hoffe, dass es für die eine oder für die andere von euch war jetzt da eine wichtige Botschaft dabei. Ich danke euch für eure liebevolle Wertschätzung für meine Arbeit und dass ihr da wart und ich hoffe, dass es für irgendjemand diese Botschaft wichtig war. Ich drücke euch, wünsche euch eine wunderschöne Nacht und bis bald. Namaste.